Warum kratzt Wolle? Wolle ist nicht gleich Wolle, denn jedes Schaf ist anders. Je dicker und rauer die Haare der Wolle sind, umso stärker wird die Haut gereizt. Wie dick und rau die Wolle ist, hängt von der Rasse und von den Lebensräumen der Tiere ab. Kommt die Wolle von Schafen aus Gegenden, in denen es sehr kalt ist, werden die Fasern dicker und länger, damit sie besser wärmen. Bei Merino-Schafen sind die Haare mit bis zu 24 Mikrometer super dünn, bei anderen Rassen dagegen viel dicker. Und alles, was dicker als 30 Mikrometer ist, empfinden wir als unangenehm auf der Haut. Die Wollfäden wirken dann wie Borsten. Ist die Wolle zudem sehr grob verarbeitet, ragen die Fasern aus dem Kleidungsstück heraus und pieksen die Haut. Gegen kratzende Wolle hilft es übrigens, das Kleidungsstück in Wollwachs zu baden.